So, Lukas, du befindest dich in einem Moderationsraum. Du hast ein Mikrofon vor dir. Du willst eine Moderation jetzt auch starten. Würfel mal bitte auf dein Moderationsgeschick. Okay, Achtung. Ich würfle. Okay. Und, was geworden? Eine Eins. Oh, dann müssen wir es wohl lassen. Tja, und damit mit einer fehlgeschlagenen Moderation starten wir in dieses Filmmagazin. Jetzt mal ohne Scheiß. Ich habe wirklich zwei Einsen gewürfelt gerade. Das war eigentlich nur gespielt von uns, falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Aber es ist tatsächlich Realität. Was würdest du das Spiel jetzt sagen? Oh, herzlich willkommen zum Filmmagazin. So viel kann ich sagen. Herzlich willkommen. Ich bin der Martin. Und ich bin der Lukas. Genau, wir treffen uns ja einmal in der Woche, um zu würfeln, ab und zu. Aber eigentlich meistens, um über Filme und Serien zu sprechen. Aktuelles, leicht älteres oder auch ganz alte Filme oder halt wirklich ganz, ganz brandaktuell. Wir sind da gar nicht festgefahren an irgendwas, so wie es uns gerade in die Kram passt, kann man sagen. Was uns gerade zuletzt auf der Playlist stand. Oder was bei euch zuletzt auf der Playlist stand. Richtig, denn wenn ihr Tipps habt, wenn ihr sagt, hier, schaut euch das unbedingt mal an, geht da mal ins Kino oder auf Netflix habe ich den und den Film gesehen oder diesen uralten Schinken hat meine Mama immer geguckt. Was haltet ihr davon? Schreibt uns das gerne. Wir haben auch letztens erst wieder Nachrichten bekommen, hat uns sehr gefreut. Schreiben wir mit auf unsere lange Redaktionsliste und werden die dann hoffentlich auch demnächst in Bälde mal umsetzen können und mit euch gemeinsam diskutieren. Also lohnt sich hier mitzumachen. Genau. mail@filmmagazin.audio, heute nennen wir die Mail mal zuerst. Ansonsten gerne bei Instagram schreiben, bei YouTube hier in die Kommentare, also wir sind auf YouTube, obviously. Wenn ihr uns hier schaut, dann seht ihr es ja. Ansonsten, wenn ihr uns im Podcatcher hört, ja, auf YouTube gibt es ein Video, gibt es Bilder dazu. Und ansonsten, wo man Würfel unter anderem sieht. Wo man Würfel sieht, ja. Und ja, dafür lohnt sich's. Und ansonsten, weiß nicht, auf unserer Website, filmmagazin.org. Ich habe filmmagazin.audio gesagt vorhin. Der alte Adresse, aber die wird noch umgeleitet. Die wird noch umgeleitet. Noch. Sehr gut. Nicht mehr lang. Also ist noch die Umleitung ist noch eingebaut. Die schließt aber irgendwann, muss man dann sagen. Ne? Die ist natürlich nicht für immer, wie das halt so ist. Jetzt spiele ich hier die ganze Zeit an diesem Würfel rum, aber ich lege das mal weg hier. Aber vielleicht kannst du es doch mal gebrauchen. Vielleicht kann ich es noch mal gebrauchen, weil heute geht es ja um ein Spiel. Mhm. Um einen Film, aber auch um ein Spiel. Irgendwie schon. Und ich habe mal vor, ich glaube, es ist jetzt schon ein Jahr her, da habe ich prognostiziert, dass uns dieses Franchise oder diese Art von Franchise uns vielleicht häufiger begegnen könnte in Zukunft, weil die recht erfolgreich sind oder zumindest auch beliebt. Es geht nämlich um Pen and Paper Rollenspiele. Das ist sozusagen das große Überthema auch des Films, um das es heute gehen soll. Also für alle Leute, die das noch nie gehört haben, es ist ja durchaus noch ein Nischending, also schon eine sehr große Nische, glaube ich, aber es ist wahrscheinlich nicht komplett überall bei jedem bekannt. Das sind quasi Live-Rollenspiele, wo jeder in eine Rolle schlüpft. Also man trifft sich, sage ich jetzt, also man kann das mit unterschiedlich großen Gruppen machen, aber ich sage jetzt einfach mal eine Fünfergruppe und da ist jeder von denen spielt einen Charakter. Das wird auch so vorher anhand eines Spielsystems erstellt, also einen besonders starken Charakter, einen besonders intelligenten Charakter, einen Charakter, der zaubern kann, einer, der besonders gut eine Waffe schwingen kann und die erleben dann verschiedene Abenteuer, indem man halt das auch wirklich vor in einem auf einem Schreibtisch spielt und sagt, ich gehe jetzt mit meinem Barbar und schlage mit meiner Axt drauf. Und dann gibt es das noch die zweite wichtige Figur, das ist der Spielleiter, der sagt dann, yo, so machst du das, so kannst du das, du siehst vor dir einen Bär und du musst jetzt natürlich, und deswegen diese Würfel mal auf deinen Treffer, ob du denn überhaupt triffst und deine Werte, wie stark und wie genau du bist, bestimmen dann darüber oder wie wahrscheinlich es ist, dass du diesen Bären dann auch triffst. So, und damit werden jetzt ganze epische Kampagnen gespielt, was lässt sich natürlich, ich habe das jetzt sehr heruntergebrochen vom Regelsystem her, aber alle, die auch mal Stranger Things gesehen haben, gerade die dritte Staffel, da ist das auch sehr prominent, eine Pen-and-Paper-Runde eingebaut, aber auch schon in der ersten Folge, der ersten Staffel ja auch schon. Also so kann man sich das ungefähr vorstellen. Und diese Pen-and-Paper-Rundspiele, die gibt es schon seit den 80er Jahren, haben auch eine sehr bewegte Geschichte hinter sich. Auch das ist auch mehrere Dokus schon wert gewesen, auch sehr interessant. Aber das berühmteste, also da gibt es natürlich verschiedene Arten von Rollenspielen, verschiedene Universen, wo das stattfindet, aber das bekannteste Pen-and-Paper-Universum ist natürlich Dungeons and Dragons. Und darum soll es heute gehen. Das hat nämlich schon mal ganz vor ganz vielen Jahren schon mal ganz schrecklichen Film bekommen. Über den wollen wir nicht reden, sondern über den aus dem letzten Jahr von 2023, Dungeons and Dragons Ehre unter Dieben. Mit unter anderem Chris Pine. Mhm. Wo man vielleicht auch sagen kann, hä? Aber es wird alles Sinn ergeben. Glaubt es uns. Es wird alles Sinn ergeben.
wir machen es mal so wieder wie immer. Wir starten mal mit der Geschichte des Films, wie die so knapp abläuft. Umreißen das euch, damit ihr den nicht ganz gespoilert werdet, aber folgen könnt, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt und euch nicht langweilt, wenn ihr den Film gesehen habt. Und danach reden wir über den Film. Und danach reden wir vielleicht noch kurz über Dungeons and Dragons und die bewegte Geschichte, die es hat vielleicht. Ich weiß ja aus zuverlässigen Quellen, dass du ja auch ab und zu gerne mal mit an einer Partie teilnimmst. Im Gegensatz zu mir, der ein absoluter Pen and Paper Nicht-Kenner ist, muss ich sagen, aber ich auch Brettspiele und so, egal. Dungeons and Dragons Honor Among Thieves geht relativ klassisch los mit einer Geschichte von unserem Hauptcharakter, ne? Die erzählt die Vorgeschichte im Prinzip, der gespielt wird von Chris Pine, Edgin Davis. Das ist ein sogenannter Harf, ne? Das ist in der Welt von Dungeons and Dragons. Sind eigentlich von der Klasse her, für alle, die sich mit Dungeons and Dragons ein bisschen besser auskennen, sind das die Barden, mehr oder weniger. Und da gibt es dann da noch die Unterklasse oder die Gilde der Harfner. Und das sind quasi Attentäter, könnte man so ein bisschen, oder Spione, ist vielleicht das bessere Wort dafür. Spione, die sozusagen geheime Netzwerke haben, die halt im Auftrag von verschiedenen Königreichen arbeiten, um irgendwie ein anderes Königreich Informationen von denen zu bekommen oder irgendwelche Aufträge im Geheimen durchzuführen, so ein bisschen die Fantasy-CIA, so könnte man das ein kleines bisschen beschreiben. Und der gute Edgar Davis, der hat aber seine Frau verloren. Da gibt es dann nämlich noch die Bösen, und das sind dann sozusagen auch die Bösewichte im Film, die roten Zauberer, die sind dann auch von so einem bösen Königreich, das sind sozusagen so Untotenbeschwörer oder die zumindest so dunkle Magie, so ein bisschen Voldemort-artig dann über die dunklen Künste beherrschen. Und die haben natürlich auch schon was ausgeheckt, dass sie da gerade auch ein Königreich einnehmen wollen, und das wollen natürlich dann dieser Edgar Davis verhindern, weil er dann halt auch auf der Suche ist nach einem Geheimrelikt. Das ist so ein bisschen auch der MacGuffin des Films, was dann halt auch die tote Frau zum Leben zurückholen soll. Das ist die Tafel der Wiedererweckung, also auch recht klassisch. Und das gibt's auch, glaube ich, so 1:1 natürlich auch in Dungeons & Dragons als Gegenstand, einen sehr seltenen, mächtigen Gegenstand, weil er nämlich Tote zum Leben wiedererwecken kann. Aber das macht natürlich der Edgar Davis nicht alleine. Der hat noch eine bunte Truppe hinter sich, und da kommt dann auch dieser Dungeons & Dragons Aspekt nochmal sehr gut zum Vorschein. Weil da gibt's natürlich auch eine Barbarin, einen Zauberer, Paladin kommt noch hinzu. Es gibt auch einen Druiden oder eine Druidin, die sich in verschiedene Tiere verwandeln kann. Und alle haben sozusagen auch einen Grund dafür, warum sie denn jetzt im sozusagen Edgar Davis helfen, diese bösen, dunklen Zauberer vernichten zu wollen. Das ist sozusagen die sehr simple Geschichte, die auch natürlich für Fantasy-Filme auch absolut klassisch ist. Ne? Man hat irgendwie böse Zauberer, die irgendwie was Böses vorhaben, und es gibt eine bunte Truppe von Leuten, die sich natürlich erstmal nicht so versteht, aber irgendwann zueinander wächst, die sich dann irgendwann immer besser verstehen und dann irgendwann dann das Große gegen das große Böse kämpfen. Ja, keine Sorge, wen das mit den Hafnern und so, wem das nicht so ganz klar ist, mir auch nicht. Man erkennt es daran, dass er die ganze Zeit seine Klampfe durch die Gegend zerrt. Genau. Aber man braucht das Wissen auch nicht. Ja. Und das wäre so meine These, die ich vielleicht, bevor wir weitererzählen, in den Raum stellen würde. Man kann den Film, glaube ich, sowohl als jemand, der da drin steckt, gut schauen, und auch als jemand, der da überhaupt gar nicht drin steckt und einfach nur ganz gut unterhalten werden will. So. Ja, weil das kann man zumindest auch dem Dungeons & Dragons-Universum auf jeden Fall zugutehalten. Oder wenn man es richtig macht, was der Film auch so macht. Das ist ja absolut kein besonderes Fantasy-Universum, was hier aufgemacht wird. Also das Besondere eigentlich an Dungeons & Dragons ist, dass das da eigentlich alles drin ist, was man sich vorstellen kann an Fantasy und auch ein bisschen an Science-Fiction und Star Trek-ähnlichen Einflüssen. Die sind hier auch mit drin. Die sind nicht im Film mit drin, aber an sich im Universum kannst du auch, wenn du willst, in den Weltraum gehen. Und auch dort gibt es Völker, mit denen du dich behandeln kannst und Geschichten, die du erzählen kannst. Aber ansonsten gibt es wirklich alle Fantasy-Klischees sind in Dungeons & Dragons drin. Ist für alle was dabei. Das ist natürlich so, aber so versteht es auch jeder. Na, das ist dann erstmal nicht außergewöhnlich von der Welt her, aber sie ist super verständlich, wenn man irgendwas mit Fantasy anfangen kann. Oder mit Märchen am Ende ja irgendwie auch. Es ist ja irgendwie auch ein modernes Märchen, wenn man so will. Also da ist es eigentlich an sich super einsteigerfreundlich, und so ein bisschen, der Harfner ist vielleicht ein bisschen was eher Ungewöhnlicheres, was man nicht sofort im Hinterkopf hat. Aber auch das geht ja super schnell erklärt. Deswegen ist es auf jeden Fall einsteigerfreundlich, und für alle, die noch nie was mit Dungeons & Dragons oder Pen & Paper zu tun hatten, finden sie sich auf jeden Fall zurecht. Ja, zumal es ihn ja auch irgendwie als Figur interessanter macht, weil er ja nicht irgendwie der typische Schwertkämpfer ist, der alle besiegt oder so. Die klassische Heldengeschichte wird an ihm eben zwar, sie wird zwar erzählt, aber man hat nicht das Gefühl, dass sie gerade erzählt wird, muss man sagen. Also interessante Welt, haben wir schon mal eine Box gecheckt. Das ist okay, das kann man machen. Wie sieht es denn mit den Charakteren bzw. mit den Figuren aus? Sind die denn interessant? Also eigentlich
auch nicht so auf dem Papier, eigentlich gar nicht auch so unbedingt interessant, ne? Weil man hat eine Barbarin gespielt, natürlich von Michelle Rodriguez. Wie soll das anders sein? Sie ist, glaube ich, auch geboren für so genau solche Rollen, habe ich das Gefühl. Sie macht das auch sonst toll. Absolut. Aber ist natürlich auch, und sie ist natürlich jemand, die mit ihrer Wut irgendwie umzugehen haben muss, die so eine kleine Schwäche für kleine Menschen hat, also für Gnome und Zwerge. Das ist so ihr kleiner Typ, auf den sie steht. Das ist so ein bisschen lustig. Dann gibt es einen jungen Zauberer, der aber halt noch mit vielen Selbstzweifeln zu kämpfen hat und deswegen erst lernen muss, quasi mit seinen Zauberfähigkeiten umzugehen. Auch das ist absolut nichts Neues. Also so ein junger Merlin so ein bisschen, die Druidin ist so ein bisschen auch Hitzköpfin, die halt auch für ihr Volk der Tieflings gehört sie an. Das sind auch so ein Waldvolk und ausgestoßenes Volk, weil die so Hörner haben. Die sind halt so von den anderen Menschen und anderen Völkern so ein bisschen auf, gucken die so ein bisschen auf die hinab. Sie kämpft natürlich dann sozusagen für die Anerkennung ihres Volkes unter anderem. Ist auch was man schon tausendmal irgendwo gesehen hat. Deswegen, und es gibt einen Paladin, der ist noch so auch der, eigentlich auch sozusagen der Gott-Guy, schlechthin ist das perfekt einfach, weil er ein Paladin ist und sozusagen im Helden-Sonnenlicht glänzt, was auch sehr schön ausgespielt wird. Aber auch das ist keine neue Idee, so einen Charakter zu stellen. Aber es ist alles auf den Punkt, nicht zu lang erzählt, also alles sozusagen eingeführt und dann durch exerziert, aber nicht, dass es zu lang uns irgendwie stören würde und irgendwann, dass es dann das Klischee zu sehr in die Länge zieht oder so. Deswegen, das finde ich auch immer dann irgendwie verrückterweise, obwohl das auf dem Papier haben, würde man sagen, ha, da fehlt irgendwie noch vielleicht der Twist für mich an irgendeiner der Charaktere. Keiner der Charaktere hat für mich irgendwas ganz Besonderes, das ist ganz stark im Kopf, aber irgendwie hat es total gut funktioniert zusammen. Ja, genau. Ich glaube, der Schlüssel ist, dass es eben ist diese Mischung. Ne? Und die Art, wie sie geschrieben sind. Also ich glaube, wenn man sich eine oder zwei Figuren zusammen davon über längere Zeit angucken würde, würde das langweilig werden. Auch so die Love-Stories, die sie so ein bisschen etablieren zwischendrin, die würden nicht funktionieren, wenn man die auserzählen würde oder wenn man die in einen Film packen würde oder so. Aber wenn man die so anreißt und diese Figuren immer möglichst zusammenhält und dann eben, und da kommen wir zum weiteren Punkt, wenn man ein Händchen für ein sehr humorvolles, und das ist der Film sehr, also er baut ja sehr auf das Lustige, wenn man einen sehr lustigen Film schreibt und lustige Dialoge schreibt für diese Figuren, dann funktionieren die nämlich im Zusammenspiel wirklich famos, muss man sagen. Dann gibt es da nämlich hier mal eine Punchline, hier eine kleine Frötzelei, diese beiden passen nicht ganz so zusammen, diese aber wiederum perfekt, obwohl sie sich eigentlich die Köpfe einschlagen. Ich glaube, in diesem Zusammenspiel liegt das und eben auch an diesem Dauerfeuer an netten Dialogen und oder auch nicht nur Dialoge, ne? Das Spannende ist, wir hatten ja vor, mein Gedächtnis, war das letzte Mal über die erste deutsche Apple TV-Serie gesprochen oder beim vorletzten Mal? Beim vorletzten Mal, glaube ich. Ja, genau, beim vorletzten Mal über Where's Wanda gesprochen, erste deutsche Apple TV-Serie, wo ein Kritikpunkt, der vor allem von dir kam, war, dass sie versuchen, immer sowas Trauriges oder was Ernstes, ne, eine Schwere und dann was lustig Gebrochenes zusammenzubringen. Und das kann ich unterschreiben. Ich habe weitergeguckt, das versuchen sie auch weiterhin und es klappt nicht so richtig. In dem Film funktioniert es aber, ne? Man hat so emotionale Elemente drin, man hat aber auch ganz viele lustige Elemente drin und das geht sich gegenseitig nie auf den Sack. Also das funktioniert echt gut und es wirkt nie aufgesetzt, sondern es ist einfach ein lustiger Film und natürlich ist trotzdem in der Welt was Böses und was Schweres und das gilt es nun zu verhindern und dabei darf man halt seinen Humor nicht verlieren und ja. So kann man das, glaube ich, so ein bisschen zusammenfassen. Ja. Ne? Liegt auf jeden Fall auch an den beiden Filmemacher dahinter, Jonathan Goldstein und John Francis Delay, die haben vorher besonders ihren besten Film davor sozusagen gemacht. Das war Game Night, der auch ganz, ganz hervorragend ist. Wirklich eine sehr, auch eine Komödie, die sehr überraschend ist, die sehr auch sehr klassisch anfängt, aber auch super viele coole Wendungen hat, auch super gute Charaktere, die eigentlich klischeehaft sind, aber die sehr gut ausgespielt werden. Und das sind wirklich auch, die haben auch vorher mit Kill the Boss am Drehbuch auch mitgearbeitet, auch aus sehr lustige und gute Filme und Komödien vor allen Dingen und die beherrschen wirklich ihr Handwerk und da sind sie wirklich zu Hause bei der Comedy und da merkt man wirklich diese amerikanische Leichtigkeit irgendwie, dass die das genauso beherrschen, halt eben dann auch die schweren Themen mit denen zusammen einen Gag zu erzählen und eben nicht so separat zu machen, so wie es in Deutschland
dann leider noch zu häufig passiert, wo man sagt, jetzt ist lustig, jetzt ist traurig, sondern das geht tatsächlich zusammen auch und das können auch die beiden sehr gut. Und da ist das wirklich auch eine große Freude, dann auch halt die visuellen Ideen als auch die erzählerischen Ideen, die dann eben auch so ein klischeehaftes Franchise, weil das ist dann auch, glaube ich, der große Vorteil, weil gerade wenn du weißt natürlich, das ist so eine Fantasy-Welt, die ist so ABCD, ne, das ist so eher wirklich nach dem Formular gebaut. Dann kannst du da aber natürlich, dann kommt irgendwann aber der Punkt, da ist es eben nicht ganz so klassisch. Dann gibt es auf einmal einen Drachen, der ist nicht ganz, der sieht halt nicht so aus wie ein Drache. Oder der hat ja eine kleine Besonderheit, dieser Drache, ne? Und das überrascht einen irgendwie, weil man damit nicht rechnet, weil man jetzt sagt, okay, jetzt kommt natürlich ein Drache. Man weiß, wie ein Drache aussieht. Und dann gibt es aber einen kleinen Twist, wie dieser Drache funktioniert. Und das ist dann irgendwie schön, das ist ein guter Gag einfach. Ja, oder man muss an einer Stelle müssen sie die Toten von so einer Schlacht, die vor ewigen Zeiten war, um ein Objekt zu finden, müssen sie kurz wiederbeleben. Wir haben ja schon gelernt, so richtig wiederbeleben geht nur mit dieser Tafel, die sie ja suchen und die sie für die Mutter wollen. Das heißt, sie können sie nicht ganz wiederbeleben, aber es gibt einen Zauber, mit dem man das tun kann. Und dann wachen sozusagen die Skelette auf und können kurz reden, aber nur 5 Fragen kann man denen stellen und dann fallen die wieder um und können auch nie wieder belebt werden. Und wenn man dieses Setup kennt, dann braucht man nur ein Händchen für gute Dialoge, um da echt ein paar lustige Situationen draus zu schneidern. Also wirklich eine meiner Favorite Scenes irgendwie dieses Jahr, weil das war echt wirklich herrlich lustig. Ja. Mit diesen drei gefallenen Kriegern, die sie wieder erwecken und die von ihrem Tod erzählen. Ja, und das ist auch hier eine 1:1 auch aus dem Regelwerk tatsächlich von Dungeons & Dragons, wo es diesen Zauber gibt mit Toten sprechen. Und da hat man genau 5 Fragen, die man stellen darf. Ansonsten ist es vorbei und die kippen um und es ist nie wieder möglich, nochmal eine Frage zu stellen. Und das ist wirklich, wie du sagst, ne? Und das meine ich, weißt du, die haben offenbar einfach ein Konzept gehabt für den Film, wie er funktioniert, wie er funktionieren soll und sind im Originalmaterial, haben das trotzdem mit Respekt behandelt, denke ich. Und haben das beide zusammengefügt. Ne? Nicht irgendwie, sind nicht irgendwie in die Falle getappt, zu sagen, okay, hier müssen wir aber noch viel mehr, weiß ich nicht, kennste reinbauen und also schlechtes kennste. Oder auf der anderen Seite sagen, okay, komm, das versteht ja niemand, der diese Serie, der nie dieses Pen and Paper gespielt hat oder nie ein Computerspiel, das es daraus gibt, gespielt hat. Wir müssen mal das und das machen, sondern man hat einfach gesagt, wir bringen das zusammen und verfolgen dann eine gemeinsame Strategie und die haben sie auch bis zum Ende durchgehalten. Ne? Ja. Also wir hatten wirklich das Gefühl, mal im Gegensatz, was irgendwie Hollywood immer wieder verlernt hat, so eine ganz klassischen Heldengeschichten zu erzählen, die ein bisschen am Reißbrett natürlich gestaltet sind, aber wirklich, klar, dann mal mit einem Plan und wo du sagst, da ist Produktionsteam, Drehbuchteam, Regisseurteam, alle da haben an einem Strang gezogen und du hast irgendwie nicht diese Blockbuster, die immer wieder erscheinen, wo du denkst, die sind nicht mal einfach. Also da gibt es nicht mal eine richtig konsistente Erzählung, von wo du von A nach B kommst und B nach C, sondern alles drunter und drüber. Du hast das Gefühl, da wurde irgendwie 5 verschiedene Reshoots gewesen, nochmal Nachdrehs. Alles ist irgendwie dann im Schnitt versucht zusammenzukommen. Dann hast du irgendwie so ein Kuddelmuddel an Film. Ja. Und das ist der wirklich nicht. Der ist halt straight. Ja, genau. Und ich glaube, was man dann, also ich meine, man kann sich jetzt auch hinstellen und sagen, dass man das schon loben muss. Aber ja, du hast recht, das muss man heutzutage loben, muss man anerkennen. Ja. Und was sich bei dem Film auch nicht lohnt, ist das, und was man, glaube ich, auch da nicht machen sollte, ist das so tief zu zerdenken, ne? Welche Metaebene gibt es da und so weiter. Das ist wirklich, das ist einfach wirklich im besten Sinne mal ein Film, wo man sich dazu Popcorn holen kann, sich aufs Sofa setzen kann und dann einen guten Abend haben kann nach einer anstrengenden Woche, ohne zu viel drüber nachzudenken. Es ist wirklich Popcorn-Kino und zwar gut umgesetztes Popcorn-Kino. Ja. Aber die Besetzung ist trotzdem toll. Ja, ich würde sagen, auch die Besetzung unterstützt das natürlich, also Chris Pine als Trottel funktioniert einfach super, das weiß man spätestens seit Captain Kirk. Michelle Rodriguez hast du schon angesprochen. Ich finde aber auch Bradley Cooper als kleinen Mann super, der einen kurzen Auftritt hat. Aber also Hugh Grant als den Widersacher sozusagen der so durchtriebene Böse, erst Freund, schelmische Bösewicht. Toll, also. Also er spielt im Prinzip nochmal seine Paddington-2-Rolle, ja. Aber das war auch genau die richtige Entscheidung, weil er kann auch diese, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, ne? Das ist so, was er für eine Art von Schauspiel hat, ne? Weil er ist so ein bisschen auch ein Loser,
so als mhm. Rolle, ne? Der ist so ein bisschen, er will groß und böse sein, kriegt es nicht so ganz hin und ist so ein bisschen immer, der sich so langhangelt, weißt du, du hast nie das Gefühl, er hat schon einen Plan, aber er muss dafür immer auch ganz schön krass kämpfen, dass das irgendwie in Erfüllung geht, ja. Und irgendwie, er ist ja auch nicht der Oberbösewicht, sondern er ist auch nur eine Puppe. Aber er weiß auch, dass, ich glaube, zum Ende ja. merkt man auch, dass er das weiß, dass er das ist und versucht genau. dann, also dann auch schnell wegzukommen. Und man hat dann so. Auch so ein bisschen Mitleid mit ihm, so ein kleines bisschen, ne? Mhm. Dass er irgendwie noch sympathisch ist, ich weiß gar nicht, wie man das nennen kann, wie dieses Schauspiel ist, weil genau das hat er auch bei Paddington 2 gehabt, genau diese Art Bösewicht, wo das irgendwie noch liebenswert irgendwie noch ist, diese Boshaftigkeit, die er in sich hat, ganz faszinierend. Passt perfekt auch zu so einem locker leichten Film, deswegen ja. auch perfekt getroffen, deswegen auch ganz schön viel Lob dafür. Ja. Aber auch bei den jungen Darstellerinnen und Darstellern haben sie natürlich gut rein gegriffen. Justice Smith, der den Zauberer, Magier, wie nennt man es? Also das ist tatsächlich in Dungeons & Dragons ein Unterschied. Das sind zwei verschiedene ja. Klassen, wenn du ein bisschen Nerdtum bist. Da ja. sind Zauberer und Magier, das sind zwei unterschiedliche Klassen, die zaubern können. Mhm. Dass, wenn du das jetzt wissen willst, kurz ein ja. bisschen Nerd. Der Magier ist der, ich hoffe, ich bring's selber nicht durcheinander. Der Magier ist der dich, dass du durch Studium der Zauberei erlernt zu zaubern, Magie zu wirken. Und der Zauberer, der ist quasi, der kann das einfach, der ist quasi gesegnet und da gibt's auch meistens irgendein mächtiges Wesen, was ihm zuflüstert oder so. Also der ist auch ein bisschen mit Besessenheit, das spielt auch mal eine große Rolle, aber er geht das von sich aus. So ein bisschen, da kommt eine Kraft aus ihm heraus und die Magier haben das sich beigebracht. Was ist dann unser Simon? Ich glaube, Magier würde das eher treffen, weil er ist ja auch nicht perfekt in sich. Er übt ja auch viel. Aber ja, das ist eine gute Frage, könnte ich es dir gar nicht sagen. Aber das ist Justice Smith richtig. Jedenfalls spielt das kennt man aus The Get Down. Und auch Sophia Lillis find ich auch super. Die hat in den S-Filmen schon eine große Rolle gespielt. Also auch da gutes Casting. Ich fand auch bemerkenswert und bemerkenswert im Sinne von, es fällt einem mittlerweile auch auf, was traurig ist. Es ist offenbar auch an echten Drehorten gedreht worden und nicht nur im Studio. Natürlich, also man kommt bei solchen großen Fantasy-Knallern, wo auch viel Greenscreen ist, natürlich nicht drum rum, auch viel im Studio zu machen. Aber man sieht das vor allem an den Szenen, wo sie eben in Schlössern oder auf dem Marktplatz oder so sind. Das ist tatsächlich in Schlössern gedreht worden. Man sieht auch so, es gibt dann auch so einen, ich weiß nicht, ist das gotisch? Ich glaube, mit diesen hohen Bögen, obwohl es ist, glaube ich, in Irland gedreht. Das heißt, es ist nochmal eher so ein bisschen katholisch. Inselarchitektur. im besten Sinne, also nochmal so ein bisschen anders als auf dem Festland aussehen, aber man sieht, dass es auf jeden Fall nicht entweder im Studio gedreht und mit Z-Extension gearbeitet, sondern es ist halt einfach, die haben dieses riesige Kirchenschiff zugehazed, so. Und das finde ich mal, das fällt einem auf, was ich schade finde, dass einem das positiv auffallen muss, aber es ist halt so und das ist toll. Übrigens, Carrickfergus Castle zum Beispiel in Nordirland. Okay. Oder auch im Alnwick Castle in Northumberland. Okay. Und welcher Architekturstil, steht das da gleich mit dabei? In welchem Baustil das gebaut wurde? Warte. Ich kann nicht sagen, außer gotisch, auch in dem Mittelalter ist er am Ende so Mittelalter-Vibe. Ich sag das, Inselstil ist ein Architekturstil. Anglo-normannische Architektur. Anglo-normannische Architektur entspricht der europäischen Hoch- und Spätromantik. Ah ja. So. So. Haben wir das auch noch? Siehst du, also man lernt heute richtig viel über Dungeons & Dragons und Architektur. Ich auch. Ich sage nie wieder Inselarchitektur. Das klingt so despektierlich. Dabei liebe ich diese Inseln da oben sehr. Also nicht falsch verstehen. Ja, auf alle, die so auf der Insel sind. Aber es gibt natürlich auch dann, wie du auch schon gesagt hast, da gibt es natürlich dann einige Szenen, zum Beispiel man ist einmal so in der Unterwelt, so ein bisschen eine Art großen Höhlensystem, da merkt man natürlich schon, das ist natürlich größtenteils alles von einem Greenscreen gemacht. Das ist jetzt auch nicht perfekt, ne? Da merkt man auch, da ist ja auch nicht der aller teuerste Film, auch wenn er, glaube ich, so um die 150 Millionen gekostet hat, roundabout, also auch schon in der oberen Preissegment, aber nicht aller teuerste, weil da geht es dann so erst so 250 bis 300 Millionen sprechen wir da, also so die absoluten Blockbuster sind und dann noch manchmal auch noch teurer als das, aber das ist ja jetzt nicht unbedingt, also weil er auch natürlich ein Franchise-Starter sein soll, ist er ja jetzt 2023 im März in die Kinos gekommen, ist ganz okay gelaufen, sag ich mal, auch dann dank internationalem Einspielergebnis hat so sozusagen seine Kosten ganz gut wieder eingespielt und die Marketingkosten so obendrauf, ganz, ganz okay, jetzt kein absoluter Hit, wo man durchaus auch ein bisschen also auch gefragt habe, na, reicht das dann wirklich für einen zweiten Teil? Was man jetzt aber sagen kann, tatsächlich mit auf, dass er jetzt bei Netflix erschienen ist, hat eben wohl geholfen, weil der ist tatsächlich sehr, sehr gut
bei Netflix gestartet und ist jetzt auch einer der meistgeschauten Filme gewesen in den letzten Monat. Ich hoffe mal, dass das dann dazu führt, dass man hier auch durchaus einen zweiten Teil vielleicht ranhängt und dass wir ja auch die Macher und Macherinnen dahinter das fortsetzen können, weil natürlich dann auch natürlich die Saat gesät ist für weitere Fortsetzungen. Und gerade Dungeons & Dragons hat als Franchise, weil natürlich da gibt's auch noch verschiedene Charaktere, die man auch einführen kann, wenn man so ein bisschen Kenze auch ein bisschen machen will im Guten oder sich ein bisschen inspirieren lässt. Oder halt auch noch verschiedene andere Städte. Ne? Baldur's Gate ist natürlich als eine große Stadt, die auch einmal, glaube ich, erwähnt wird, die natürlich so eine der Hauptstädte in diesem Dungeons & Dragons-Universum ist, auch für alle, die Videospiele dazu kennen. Würde ja auch eigentlich super passen, weil dann erst auch letztem Jahr tatsächlich auch im gleichen Jahr 2023 auch ein großes Dungeons & Dragons Spiel erschienen ist, Videospiel erschienen ist, was auch super erfolgreich war. Also könnte es eigentlich nur davon profitieren, wenn es da auch Synergien gibt, wenn man da vielleicht auch noch auf Orte, Charaktere oder vielleicht auch einzelne kleine Geschichten eingeht. Und man hier vielleicht wirklich eine Art Franchise-Starter hat, weil das ist, glaube ich, super erweiterbar. Man könnte jetzt mit den Charakteren auf jeden Fall, ich würde die auch gerne nochmal sehen, mit denen nochmal was macht, aber man kann das natürlich auch austauschen dann mit einer neuen Truppe oder vielleicht das aufspaltet drei von den alten, die man kennt und drei neue oder so, kann man auch super gut machen, also auch an sich wirklich super erweiterbar, links und rechts. Deswegen würde ich mich tatsächlich auch mal freuen, wenn hier auch Hollywood mal das macht, was Hollywood immer macht. Dann, wenn was halbwegs erfolgreich ist, fortsetzen. Pass auf, ich mache jetzt mal Verschwörungstheorie. Ja. All das, was ich jetzt sage, okay, da gibt es keine Quellen dafür. Das hat nichts mit Journalismus zu tun, sondern das ist einfach was ich mir ausgedacht habe. Und wir prüfen dann so in 3-4 Jahren mal, ob es zugetroffen ist. Ich glaube, dadurch, dass der Film seine Produktionskosten so bei der weltweiten Kinodarstellung gerade so reingehauen hat, macht es natürlich für Netflix äußerst attraktiv, weil er sicherlich dann in der Anschaffung auch ein bisschen günstiger gewesen sein dürfte. Mhm. Jetzt startet er auf Netflix richtig durch und Leute, die dafür niemals Geld ausgegeben hätten, aus welchen Gründen auch immer, nämlich weil das nicht so appealing ist, in Pen-and-Paper-Film reinzugehen, weil sie es nicht so rumgesprochen hat, weil man Fantasy nicht so mag, bla bla bla, die jetzt aber sehen, Mensch, das ist ja ein ganz unterhaltsamer Film, wie ich beispielsweise, die gucken jetzt den Film und das hat ihn bei Netflix auch hochkatapultiert. Ich würde sagen, wir werden demnächst irgendwann in 3-4 Jahren eine Dungeons & Dragons Serie auf Netflix erleben dürfen. Ich glaube, sie machen eine Serie draus. Ah. Ich weiß auch nicht, ob ich das will. Ich sag nur, es ist durchaus für mich im vorstellbaren Bereich, sagen wir es mal so. Weil es wäre jetzt nicht der erste Film-Franchise oder der erste Film, der auf dem Franchise beruht, aus dem man dann eine Serie macht. Und da gab es schlechtere. Ne? Also Looking at You, Amazon Prime, die ja sowas dann ab und zu mal gerne machen. Ich glaube schon. Ich glaube, da macht man dann eine Serie draus. Und natürlich, wie du schon sagst, ne, dieses Universum, das bietet natürlich auch unendlich viele Spiel und viele Spiel im Sinne von Kreationsmöglichkeiten für Geschichten. Und damit kann man diese Geschichten auch in einer seriellen Erzählweise erzählen und braucht keinen Film draus machen. Das geht auf jeden Fall, ja. Aber ich habe immer Angst davor, ne, weil das am Ende musst du dann, das ist auch super aufwendig, daraus dann eine Serie zu machen, wenn du daraus dann 6 oder 8 Folgen machen willst, die jeweils wieder eine Stunde gehen, dann hast du ja die Probleme, ne, dass du das dann alles irgendwie dann noch irgendwie ein bisschen umstrukturieren musst, ob das dann so im Serienformat funktionieren kann, wäre ich ein bisschen skeptisch. Du brauchst jemanden, der eine Serie kann, auf jeden Fall. Ja. Dafür. Und ich weiß halt nicht, ob die beiden hier, die John Francis Delay und Jonathan Goldstein, ob die darauf jetzt Bock hätten. Ich kann mir vielleicht vorstellen, wenn sie sagen, ja, können wir auch machen, dann do it. Aber ich habe auch, ne, das ist an sich auch so eine Filme, man kann das auch alles mal so in einem 120 Minuten oder hier 134 Minuten geht der Film, kann man ja auch so eine Geschichte erzählen, dass immer dann sofort, ne, dieses Ausstrecken dann immer auf 6 oder 8 Stunden, da kann auch sich so, auch so Gags verlieren sich aber dann auch schneller. Darum geht's auch ja aber doch nicht. Ja, ich weiß, darum geht's nicht. Darum geht's doch nicht. Es aber geht warum um nicht? Geld verdienen. Ja. Aber einfach eine schöne 2 daran machen, das im Kino rausbringen. Ne? Das ist, kann man ja auch mal machen. Das kann auch wir gucken uns das einfach an. Also ich würde mal sagen, wir haben einen längeren Track-Record als die Dungeons and Dragons Filme bis jetzt auf jeden Fall. Uns gibt es jetzt auch schon seit 10 Jahren. Also warum soll es uns nicht noch 10 Jahre geben? Wir gucken uns das einfach an über die Zeit. Wir begleiten das einfach. Ja. Und dann reden wir wieder drüber. Ich hoffe, wir können uns dann auch daran erinnern, dass wir das gemutmaßt haben.
Ja, ja. Das auf jeden Fall, deswegen, also auf jeden Fall hier, auch wenn wir jetzt sehr positiv sind, ist natürlich, wie wir auch gesagt, ne, es ist kein deeper Film, deswegen auch jetzt nicht nur Lob, deswegen, das ist nicht kein perfekter Film, aber er ist wirklich so locker leicht, wie man selten in Hollywood erzählt bekommt. Deswegen, dass wir da wirklich sagen müssen, auf jeden Fall da einen zweiten Teil. Also würde ich mir besonders wünschen, wenn wir gleich ein Wunschkonzert machen können für den zweiten Teil. Auch einen großen, der soll quasi einfach Ocean's 11 im Fantasy-Universum sein. Das gibt's ja auch jetzt hier schon im ersten Teil, dass es natürlich so Heist-Movie-Style natürlich haben, wo die Charaktere irgendeinen Einbruch oder Ausbruch planen und dann mit den Fähigkeiten spielen. Gibt's auch eine schöne Szene, finde ich, gerade mit so einem Spiegel, mit so einem Zauberspiegel, wo man sehr kreativ damit umgeht, tolle Szene, ja. wie der funktioniert, ne? Und dann natürlich hier, Portal, hier mit der Portal-Gun. Genau, ja. Also ja. Für alle, die das Videospiel Portal kennen, das Ganze mal in einem Heist-Film. Und ich finde sowas immer toll. Und das gerne auch nochmal so einen ganzen Film darum aufbauen, dass die irgendwie halt sich ein Team zusammensuchen müssen und irgendwie einen großen Diebstahl begehen müssen. Das passt ja auch, ne, weil es natürlich Diebe hier irgendwie auch mit im Vordergrund stehen oder diebesähnliche Charaktere. Ich würde das gerne noch mehr in den Fokus rücken und sich da noch mehr vielleicht von Ocean 11 vielleicht inspirieren lassen. Das wäre nochmal ganz, ganz cool. Da kann man ja auch ein, zwei Action-Sequenzen reinbringen. Da muss man für mich gar nicht so eine klassische Bösewicht will irgendwie Königreich einnehmen, Story drumherum basteln. Einfach nur so, ich will was klauen. Wie komme ich da ran und dann mit verschiedenen Zaubergegenständen, wie komme ich da ran und dann passiert irgendwas Lustiges. Da wäre ich schon super zufrieden damit. Unser Pitch-Upter macht was draus. Macht was draus. Ja, dann vielen Dank euch fürs Zuhören. Kleine Empfehlung für die Woche, für die dunkle Jahreszeit, wenn ihr mal Lust habt, was zu gucken. Und wir hören uns nächste Woche wieder, dann wahrscheinlich auch wieder mit dem Film. Ja, vielleicht wird es ein bisschen düsterer, aber mal gucken. Wir sind ja da auch vollkommen frei immer und suchen uns da was Spannendes raus, weil wir haben natürlich jetzt auch die Halloween geht ja bald richtig los und ich habe, Lukas, gehört, dass Smile 2 tatsächlich deutlich besser sein soll als der erste Teil. Noch besser? Ich würde sagen, überhaupt erstmal gut, aber vielleicht können wir uns ja da dann auch was einigen. Ich bin gespannt. Also bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.